Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe Freunde, wo ihr heute aus allen Bundesländern hierher nach Vösendorf gekommen seid, es ist eine unglaubliche Freude für mich, euch alle hier begrüßen zu dürfen und zu sehen, welch Herz ihr für Österreich auch lebt, welch Herz ihr habt und welche Überzeugungskraft ihr alle auch habt, weil es euch ein Herzensanliegen ist, für unser Heimatland etwas weiterzubringen. Bei allen Katastrophen hat unser österreichisches Bundesheer immer exzellente Arbeit geleistet. Ja bitte, das ist doch ein Unsinn, wenn das Bundesheer heute krank und kaputt gejammert wird. Es ist ein gutes und ich sage allen Soldaten, Grundwehrdienern, allen Milizsoldaten und auch allen Zivildienern, danke für eure Leistung für unser Heimatland. Ja, Pflicht für das Gemeinwesen, Pflicht, auch sich einzubringen, wenn ein anderer in Not ist, das ist etwas, was wir positiv sehen, nämlich die Pflicht, unsere Sicherheit, Hilfe und Fürsorge für alle Staatsbürger gemeinsam sicherzustellen, ohne dass man uns was zahlt, wenn man uns braucht, liebe Freunde. Das ist Wertebewusstsein in einer Zeit, wo man versucht, alle Werte über Bord zu werfen. Kann jeder für sein Land einen Dienst abgeben und warum nicht? Es ist für mich absolut kein Problem. Wie genau? Ich würde auch noch gehen, wenn ich noch jünger wäre. Liebe Freunde, 5 Jahre lang haben sich Spindlecker und Faymann aneinander geklammert. Und ich sage, es ist daher notwendig, diese Umklammerung von Spindlecker und Faymann auch demokratiepolitisch am kommenden Wahltag der Nationalratswahl auseinanderzureißen, damit diese beiden siamesischen Frustrationszwillinge keine weitere Zukunft haben, liebe Freunde. Die braucht keiner in Österreich. Ich brauche Macht, damit wir gemeinsam diese Ohnmacht von Rot, Schwarz und Grün überwinden. Das heißt, wir brauchen eine Kraft und wir werden nur als stärkste und bestimmende Partei in Österreich auch die Macht haben, dass man uns nicht mehr einfach so ausgrenzen kann. Und ich sage daher sehr deutlich, natürlich müssen wir mittelfristig auch über 33,4% bundesweit erreichen. Warum? Wir müssen mittelfristig über 33,4% erreichen, weil wir dann wirklich so stark sind, dass es ohne freiheitliche Partei keine Verfassungsmehrheit mehr in Österreich gibt und kein Ausverkauf Österreichs an die Europäische Union mehr stattfinden kann. Werden wir hoffentlich an die 30% kommen. Ja, ich meine, wenn wir die 33% schaffen, wäre natürlich schön. Ich glaube, die Stimmung passt auf alle Fälle. Nun hat dieses Konstrukt der Europäischen Union auch noch den Friedensnobelpreis bekommen. Das wäre so, wie würde man IKEA für seine Bedienungsanleitung für das Billigregal den Literaturnobelpreis verleihen. So ähnlich wäre das. Da kann man gleich Goldman und Sachs den Friedensnobelpreis übergeben und nicht der Europäischen Union. Und der Herr Faymann ist der Oberknier in Brüssel. Das ist der, der immer kniend dort hineinrobt, offenbar, wahrscheinlich unter dem Teppich sogar, und ganz erregt ist, wenn er die EU-Kommissare sieht und dann sogar jetzt reden durfte in Straßburg vor kurzem und dort gesagt hat, die Länder sollen auf ihre Rabatte verzichten, nach dem Motto, dürfen wir ein bisschen mehr zahlen, der Herr Anbiederungskanzler. Also ich sage, so einen Bundeskanzler hat sich die österreichische Bevölkerung ja wirklich nicht verdient. Der soll bei den Bilderbergern Mitglied werden, aber als Kanzler hat er nichts mehr verloren in der Republik, wo er permanent die Interessenslagen der Großindustrie und der Banken heute lebt und anderer Netzwerke, aber nicht der Bevölkerung. Der Hansi Strache hat in seiner Rede eigentlich das gesagt, was das Volk möchte, vertritt die Interessen des Volkes wie keine andere Partei und wie keine andere Person, der das Volk vertreten soll. Und das war einfach wieder ein unglaubliches Erlebnis.
Asylmissbrauch ist Unrecht. Asylbetrug ist ein Unrecht und Unterstützer des Asylmissbrauchs sind Mittäter und das gehört abgestellt. Da dürfen wir nicht mehr beide Augen zumachen. Und viele Christen, viele Bürger, viele Katholiken sind sehr enttäuscht und auch empört darüber, dass man dann lesen muss, dass die Kirche offenbar versucht, wenn Menschen illegal und auffällig im Land sind, Rechtsbruch begangen haben, rechtswidrige Handlungen gesetzt haben, das noch zu verteidigen. Und da muss ich schon sagen, Herr Kardinal, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, das irdische Gesetz und irdische Gericht gilt auch für Sie. Wie kommen denn die anständigen Bürger dazu, dass man ihnen auf der Nase herumtanzt, tagtäglich? Und ich sage, das werden wir mit eurer Hilfe abstellen, weil ich sage, Asylmissbrauch ist ein Riesenproblem und es gibt einen ganz wesentlichen Grundsatz, der nie befolgt wurde, nämlich Asyl bedeutet Schutz vor Verfolgung und zwar auf Zeit. Aber nicht Missbrauch, dass Leute glauben, sie können uns belügen, aus reiner wirtschaftlichen Interessen zu uns kommen und dann hier noch kriminell tätig werden, wie über 40.000 Asylwerber in Österreich, die in den letzten 5 Jahren straffällig geworden sind. So etwas wollen wir nicht in Österreich. Bei der Stimmung ist sicher mal ganz klar, das Jahr 2013 werden wir sicher vor der ÖVP liegen. Das ist das Jahr des HC Strache. Die FPÖ ist nicht Teil des Systems, wie ich heute festgehalten habe. Und es geht mir auch nicht um egoistische Befriedigung, dass auf meiner Visitenkarte in Zukunft Kanzler draufsteht. Darum geht es nicht. Und es geht mir auch nicht darum, dass ich rote und schwarze Politiker ärgern will. Nein. Es geht mir darum, dem Volk zu seinem Recht zu verhelfen, weil ich auch die direkte Demokratie als Initiativrecht umsetzen will. Ich will, dass das Volk endlich Macht bekommt durch die Freiheitliche Partei. Es wird ein entscheidendes Duell 2013 geben, das ist das Kanzlerduell zwischen HC Strache und Werner Faymann. Und da kann der Werner Faymann nicht davor davonlaufen. Da wird er sich spätestens am nächsten Wahltag diesem Duell zu stellen haben. Definitiv sage ich, das war eine tolle Ansage für dieses Jahr. 2013 wird ein entscheidendes Wahljahr. Ich denke, mit diesen Worten heute hat er uns definitiv gezeigt, dass wir als Freiheitliche auf dem richtigen Weg für dieses Jahr sind. Ein neues Bewusstsein, eine Zeitenwende ist da, ich spür's. Wir werden dieses Jahr 2013 dieses alte rot-schwarze System gemeinsam überwinden können, weil es ein Aufbruch in ein neues Zeitalter wird, liebe Freunde. Und ja, liebe Freunde, ich will mit euch gemeinsam dieses neue Zeitalter begründen. Ja, ich will, dass wir zur stärksten und bestimmenden Kraft Österreichs werden. Ja, liebe Freunde, mein und unser Herz schlägt rot-weiß-rot aus Liebe zur Heimat Österreich, weil wir geleitet sind von dieser Liebe im Sinne eines kräftigen Österreich zuerst. Österreich! 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 Und jetzt gehen wir es an für unser Heimatland. Ich liebe euch, ich liebe unsere Heimat. Lieben wir unsere Heimat und treten wir ein, dass es besser wird. Gemeinsam können wir alle unsere Ziele erreichen. Glück auf!